Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Blatt Grün. Beim letzten Mal haben wir ja ein paar Riesenpilze gesucht und jetzt können wir, beziehungsweise einen Riesenpilz gesucht, und jetzt können wir einfach mal wieder zurück auf Island 1 oder 2 oder 3. Ich glaube, es war Island 2. Okay, alles klar. Um nämlich Smetti Schlafpuder wieder beibringen zu können, damit Smetti auch wieder eine gute Attackenvielfalt hat und eine gute Kombination. Ich hoffe mal, ich hatte recht. Doch, ich glaube, es war hier drin, oder? Du wolltest einen Riesenpilz, richtig? Genau, ja, doch. Ich bin der Pokémon-Attacken-Maniac. Ich kenne jede Attacke, die Pokémon beim Levelanstieg erlernen. Ich bin auch ein Pilzsammler. Gib mir 2 Minipilze oder einen Riesenpilz. Dafür bringe ich einem deiner Pokémon eine Attacke bei. Schnief, schnief. Du riechst nach Pilzen. Oh, deswegen habe ich vorhin so gestunken. Soll ich einem deiner Pokémon eine Attacke beibringen? Also vorhin im letzten Part. Ich nehme den im Anschluss auf, deswegen ist es für mich vorhin. Für euch wahrscheinlich nicht, außer ihr guckt es eben am Stück. Und zwar möchte ich von Smetti eine Attacke beibringen lassen. Welche Attacke soll ich es lehren? Wie auch immer, was lernen wir denn noch? So Bodyguard und Windstoß, wow. Dann nehmen wir Schlafpuder. Ja. Schlafpuder beibringen. Ja. Smetti versucht Schlafpuder zu erlernen. Ich will jetzt echt keinen Fehler machen, deswegen mache ich es gerade ein wenig vorsichtiger als sonst. So. Psystrahl, Psychokinese, Traumfresser und Gigasauger. Diese 3 Attacken sind für mich unersetzlich, weil Gigasauger ist eine Pflanzenattacke, gibt noch ein bisschen mehr Angriffsvielfalt. Traumfresser ist für unsere Kombination wichtig und Psychokinese ist eben die stärkste. Demzufolge verlernen wir Psystrahl. Also Psychokinese ist die stärkste, wenn das Pokémon nicht schläft. Traumfresser ist sonst noch ein bisschen stärker und hat sogar noch mehr Angriffspunkte. Also von daher, Psystrahl weg. 1, 2 und schwupp, Smetti vergaß Psystrahl und Smetti lernt Schlafpuder. Perfekt. Wunderbar. Coole Sache. Und den Riesenpilz für dich. Falls deine Pokémon eine Attacke lernen sollen, musst du mir einen oder 2 Pilze geben. Alles klar, mein Dickerchen. Alles klar. So, hier auf Island 2 könnten wir auch noch ein Pokémon fangen, wenn wir schon dabei sind. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Gras und gucken, wen wir hier so erwischen. Beim letzten Mal haben wir Susa gefangen. Und jetzt finden wir ein Snobelikat auf Level 40. Das ist eine Hausnummer. Das erstmal zu fangen, könnte etwas schwieriger werden. Finte. Okay. Wie viel zieht's ab? Ich bin ein bisschen... Ja, okay. Funkensprung. Wir wechseln vielleicht gleich auf Aerodactyl zur Sicherheit. Okay, Zahltag. Oh, geil, Münzen. Gib mir Münzen. Ich mag Münzen. Ja, komm, wir wechseln zur Sicherheit. Nicht, dass wir jetzt hier beim Pokémon fangen. einfach sterben. Das wäre etwas peinlich und unnötig vor allem auch. Oh nein, jetzt unsere Verteidigung geschwächt. Aber gut, dass wir auf Psy gewechselt haben. Der dürfte trotzdem noch einiges überleben. So, und dann werfen wir den Superball. Bloß nicht den Meisterball werfen. Für so einen Snobelikat. Ah, muss das nicht sein, ne? Muss nicht sein. Nein. Übrigens, oh, fast. Schade. Wenn ihr auch noch auf die Namensliste wollt, beeilt euch. Das Projekt geht langsam zu Ende. Aber ein paar Pokémon können wir auf jeden Fall noch fangen. Also, haltet euch ran. Und dann kommt ihr noch mit auf die Liste drauf. Falls ihr eben noch nicht auf der Liste drauf seid. Oder wart. Oder wie auch immer, ne? Ah, Mann. Auf jeden Fall brauche ich noch ein paar Namen. Damit wir das bis zum Ende durchhalten können. Ah, Psy kriegt auch ganz schön Schaden hier. Ist echt nicht so cool. Naja, aber ansonsten wechseln wir halt wieder durch. Komm schon. Jawohl. Snobelikat wurde gefangen und es ist männlich. Und das passt vom Geschlecht auch endlich mal wieder. Yay, das ist so cool, dass es langsam wieder passt. Dieses Pokémon hat sehr schönes Fell. Es ist jedoch ein schwer erziehbares Haustier. Möchtest du dem Snobelikat einen Spitznamen geben? Ja. Und zwar heißt unser Snobelikat Simon. Ach ja, ich mag dein Fell auch immer. Das ist immer so schön weich und knuddelig, wenn ich mich darin wälze. Ja, ich weiß, das mache ich sehr, sehr häufig. Wenn du nicht aufpasst. Gut, ja, passt. Passt. Haben wir auf jeden Fall ein Pokémon auf Level 40. Ja, das könnte einfach so ins Team einsteigen, ne? Schon krass, was hier für Monsterviecher rumlaufen. Ja, ich finde es übrigens cool, auch in den Vorgängerversionen natürlich schon, dass man sich im Wasser spiegeln kann, aber hier auch nochmal. So, gucken wir mal in das Haus rein, wisst ihr? Ja. Yeah. Ich habe die ultimative Attacke dieser Elementklasse perfektioniert, aber wird sie in Zukunft von niemandem eingesetzt? Das Elektroball. Nein. Ich hatte Unrecht. Tja,
Leider hatte sie Unrecht. Hier kann man nämlich den Starter-Pokémon, allen Starter-Pokémon, soweit ich weiß, also auch Gavaldro und Co., aber vor allem, also hundertprozentig von dieser Edition eben, von dieser Staffel, von dieser Region, ihr wisst, was ich meine, also Glurak, Turtok, blablabla, den kann man hier Mega-Attacken beibringen. Also wirklich ultimative, ich glaube, die sind, haben Stärke 150, also so stark wie Hyperstrahl, oder war Hyperstrahl 200? Nee, Hyperstrahl war 150, glaube ich, ne? Also schon extrem heftig einfach und halt vom Wasser-, Pflanzen- und Feuertyp sind die stärksten Attacken, soweit ich weiß, von diesem Typ. Gut, wir machen uns jetzt mal auf den Weg zu Island 1, denn ich habe euch ja im letzten Part versprochen, dass wir ein bisschen darüber quatschen, wie geht es hier in Blattgrün weiter und wie geht es nach Blattgrün weiter, wenn wir die Nuzlocke-Challenge geschafft haben oder wenn sie halt nicht geschafft wurde. Ja, und das möchte ich jetzt einfach so ein bisschen mit euch durchquatschen, hier so allmählich, während wir eben uns auf den Glühweg begeben. Hier gibt es einige Trainer nochmal, ein bisschen Training, das wir mitnehmen können, was wir sicherlich auch nicht unbedingt für Giovanni brauchen, aber für die Pokémon-Liga. Ich bekomme langsam einen Sonnenbrand. Oh, dann kann ich dich löschen, wollte ich gerade sagen, aber Wasser gegen Wasser ist vielleicht nicht so cool. Du könntest dich einfach ein bisschen mit Wasser abkühlen, obwohl Wasser und Sonne macht ja auch wieder schlimmeren Sonnenbrand und so, ne? Ach, weißt du was, ich besieg dich einfach, töte dich und erlöse dich von deinem Leid, okay? Wie wär's damit? Ist doch ein nettes Angebot, oder? Findet ihr nicht? Nee? Ganz wenig meiner Meinung? Schreibt's in die Kommentare, ob ihr meiner Meinung seid, dass man Leute töten sollte, die wegen Sonnenbrand Probleme haben. Ja, das könnte eventuell ein wenig moralisch verwerflich sein. Ja, eventuell. Ja gut, also wie geht's nach Blattgrün weiter? Ich habe ja gefragt, ob wir Smaragd danach weitermachen sollen, ob wir Platin danach weitermachen sollen oder ob wir Smaragd und Platin danach weitermachen sollen. Und ich meine, ein Großteil, also es war relativ Hälfte Hälfte, aber ich glaube etwas mehr, ich habe nicht nachgezählt, waren für ein Smaragd-Let's Play und ein klein bisschen weniger waren eben für das Platin-Let's Play und ein paar haben sich eben enthalten und haben gesagt, ist mir egal, Hauptsache Nuzlocke oder ist mir sowieso egal, ich gucke alles von Pokémon von dir. Finde ich sehr cool auf jeden Fall. Oh, du bist schrecklich. Und ich hoffe natürlich, dass sich alle Zuschauer, die jetzt hier Blattgrün bei mir schauen, auch für die nächsten Pokémon-Projekte begeistern werde. Also Smaragd wird wirklich ein aufwendigeres Projekt und von daher werden da nicht so viele Parts in der Woche kommen, weil ich es einfach nicht schaffen werde. Aber ich hoffe da so eine gesunde Mischung zu kriegen. Das wird auf jeden Fall immer sehr, sehr viel Kampf sein und mal schauen. Das Habitat könnten wir hier fangen oder haben wir im Wasser gerade was gesehen? Ich habe keine Ahnung, das Habitat will ich jedenfalls nicht fangen, das haben wir schon. Wäre etwas unnütz. Also jetzt dürfen wir auf jeden Fall hier auf dem Glühweg nichts mehr fangen. Ich hoffe, du hast irgendwie Wasser-Pokémon, auch wenn ich es nicht glaube. Mein Mittagessen hat uns gesättigt. Kämpfst du gegen uns, damit wir ein wenig Bewegung bekommen? Ah, das ist immer schön, wenn die Trainer von uns sprechen, wenn sie noch ihre Pokémon mit einbeziehen. Das klingt echt, als würde sie ihre Pokémon lieben. Das finde ich gut. Das finde ich echt nett. Ist schon mal anders als ich. Ich hasse meine Pokémon. Nein, ich finde sie auch alle cool. Also das Team, was wir jetzt haben, mit dem bin ich wirklich sehr zufrieden. Wäre natürlich cool, wenn Glurak noch dabei wäre. Aber hey, ohne Starter-Pokémon auch mal zu spielen, ist auch mal ganz interessant. Hatte ich, ich weiß nicht, ob ich das jemals gemacht habe, ob ich irgendwann mal ohne Starter-Pokémon gespielt habe. Naja, wir schweifen ab. Also, das waren so die Optionen, die ich gestellt habe. Aber es kam dann auch noch die Frage auf, wie ist denn das eigentlich mit Pokémon Blattgrün dann nach der Nuzlocke-Challenge? Da kann man ja auf den Islands noch ein bisschen weitermachen. Was machst denn du da? Und dann habe ich mir überlegt, stimmt, Pokémon Blattgrün könnte man im Prinzip auch noch weitermachen. Das heißt, wir haben ja sogar drei Pokémon-Spiele zur Auswahl. Und ja, dann habe ich halt überlegt, wie man das am besten machen könnte. Und ich meine, es würde sich schon lohnen, wenn wir nach der Nuzlocke-Challenge natürlich die Islands und sowas noch abklappern. Vielleicht Arthas, Zapdos, Lavados und Mewtwo und sowas noch holen. Boah, wie es sich aufpumpt da mit Agilität. Na, hat es Doppelteam noch eingesetzt? Ich weiß gar nicht. Egal, ist sowieso jetzt erledigt. Sowas könnte man eben machen. Die ganzen Islands eben, da gibt es noch so viele Items und so viele coole Stories. Ich mag die Islands wirklich sehr, sehr gerne. Da gab es viele Rätsel, die man lösen konnte. Das hat echt Spaß gemacht. Und von daher würde ich das auch gerne weiterhin machen. Ja, und zum anderen will ich aber auch endlich Smaragd mal zu einem Abschluss bringen, beziehungsweise, es ist halt einfach besser, wenn wir so in einer Generation bleiben. Besonders von der dritten zur vierten Generation gibt es so krasse Veränderungen, allein im Kampfsystem schon, dass eben die Attacken alle ganz anders sind, ganz anders funktionieren, dass es nicht mehr, das brachte mich ins Schwitzen, dass es nicht mehr typenabhängig ist,
ob das jetzt auf den Angriffswert oder auf den Spezialangriffswert geht, sondern dass das alles dann nachher wirklich attackenbasiert ist, so wie es auch am sinnvollsten ist. Das Funkensprung zum Beispiel, wo das Pokémon angelaufen kommt, den Gegner so ein bisschen tackelt, man sieht es ja hier, Funken um uns rum und jetzt, bam, greifen wir an. Also ist für mich ein direkter Angriff und müsste demzufolge auch auf den Angriffswert gehen. Zumindest glaube ich das. Und das ist halt cool, finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Neuerung und macht aber einen krassen Unterschied aus. Alles schmeckt großartig, wenn du in der Natur bist. Und deswegen würde ich einfach sagen, warten wir einfach noch ein bisschen mit Platin. Wir haben ja alle Zeit der Welt, uns läuft das ja nicht davon. Und deswegen machen wir mit Blattgrün nach der Nuzlocke-Challenge auf jeden Fall weiter. Ich weiß gar nicht. Das könnte aber eine Bodenattacke theoretisch nehmen. Okay, es ist aber noch kein Boden-Pokémon. Gut, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Ja, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall mit Blattgrün erstmal weiter. Och, nö, vergiftet. Also die Islands und sowas. Vielleicht Pokémon fangen. Allerdings nicht mehr viermal die Woche, sondern vielleicht nur noch zwei bis dreimal die Woche. Und zusätzlich dazu würde ich dann gerne Pokémon Smaragd bringen. Eben dann zweimal die Woche, habe ich mir so vorgestellt. Das dürfte ich hinbekommen. Ist halt eine gesunde Abwechslung und sowas, ne? Und von daher denke ich, ist das ganz in Ordnung, wenn wir das dann so handhaben, dass dann eben zwei bis drei Parts Blattgrün kommen und zwei Parts Smaragd. Wären dann also, Moment, wie viele Parts bringe ich denn jetzt in der Woche raus? Montags, Mittwochs, Freitags und Sonntags sind vier. Ja, das wären dann eben vier oder fünf Parts von Pokémon in der Woche. Ich denke, das ist auf jeden Fall machbar zum Gucken, falls jemand sich für beide Projekte interessiert, was ich natürlich sehr hoffe. Weil ich glaube, dass beide Projekte sehr cool werden. Und, ja, Ferdinand. Und sobald dann eben Blattgrün fertig ist, also nachdem wir die Islands halt durchgemacht haben, wir könnten uns dann auch für Blattgrün noch so eine Mega-Nuzlocke-Challenge oder sowas aufstellen, dass wir halt irgendwie auch da nochmal diesen Challenge-Charakter drin haben auf den Islands. So irgendwie Survival-mäßig, kein Pokémon-Center besuchen oder sowas in die Richtung. Können wir uns ja mal überlegen, ob uns da vielleicht noch was Interessantes einfällt, was das Ganze wirklich ein bisschen kniffliger macht, dass wir uns eben zum Beispiel auf die Islands vorbereiten müssen vorher so ein bisschen, dass wir sagen, wir trainieren etwas für die Islands, kaufen uns viele Items ein und dann dürfen wir eben auf den Islands keine Pokémon-Center oder sowas benutzen, sondern müssen von Items leben, von Heilungen, die automatisch geschehen oder sowas in die Richtung. Wäre auf jeden Fall auch interessant. Vergeigt! Passt auch so ein bisschen zu diesen Inseln, ne? Da ist man ja so ein bisschen abgeschottet da, hat nicht überall um jede Ecke eigentlich ein Pokémon-Center. Und von daher fände ich das, ist gerade eine spontane Idee, habe ich mir noch nicht so viel Gedanken eigentlich drum gemacht, wie man das handhaben könnte. Haben wir kein Gegengift? Schade. Schade, schade. Dann würde ich sagen, müssen wir gleich zum Pokémon-Center schon zurück, ne? Das ist ja auch doof. Oder wir fehlen uns halt einfach durch. Das würde auch gehen. Lass uns mal mit Smetty kämpfen. Weil Smetty hat ja jetzt eine super tolle Fähigkeit. Sag mir nicht, hier ist überhaupt nichts. Doch, du bist da. Kämpf mit mir. Kämpf mit mir. Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht trainieren. Oh, hier gibt es auch übrigens Zertrümmerer, ne? Haben wir ja bisher auch noch nicht gebraucht. Und braucht man in Kanto ja auch überhaupt nicht. Glaube ich. Oder vielleicht braucht man es in der Siegesstraße jetzt. Das weiß ich gar nicht so genau. So, lass uns mal Schlafpuder einsetzen. Ach, ist das herrlich, wenn das sofort funktioniert, ne? Ach, wunderbar. Und Kickli kann jetzt wohl leider nichts machen, außer es wacht spontan auf. Aber das glaube ich nicht. Und jetzt können wir mit Traumfresser einfach mal raufballern, dass wir einmal diese Kombination schon eingesetzt haben. Und die ist echt geil, oder? Kickli dürfte sofort weg sein. Nehme ich an. Oh, nicht mal. Okay, der Traum von Kickli wurde gefressen. Aber Kickli schläft weiterhin tief und fest. Mach das ruhig, mach ein Nickerchen. Okay, Schlafpuder dann vielleicht nicht, sondern Psychokinese hier auf erster Stelle. Dann passt das. Mit Traumfresser können wir uns eben auch noch heilen, das ist das Geile dazu. Es ist eine mega starke Attacke und es bringt mega viel KP dazu. Jetzt müssen wir natürlich nur noch Smetty so ein bisschen aufpumpen im Prinzip, aber das sollte machbar sein. Ja, also das zu Blattgrün dann halt und da könnten wir uns eben noch eine bestimmte Challenge aussuchen, zum Beispiel. Also können wir zusammen ein paar Regeln aufstellen, wenn ihr Bock dazu habt und dann gehen wir das eben auch als Challenge an. Und dazu kommt dann eben Smaragd und da wird sowieso schon Challenge genug sein, da werden wir uns dann nicht großartig weiter einschränken. Außerdem kann es ein paar Crossovers geben, das finde ich nämlich auch ganz cool.
dass man eben sagen kann, ja, wir haben Pokémon in Blattgrün und wir haben Pokémon in Smaragd. Lass uns die doch einfach mal tauschen. Das funktioniert ja auch sehr, sehr gut, dass wir zum Beispiel aus Smaragd welche in die Challenge mit einbringen, indem wir sie hier rüber tauschen. Ich bin so doof. Dafür gibt es ja irgendwie Programme. Und genauso können wir natürlich von hier zum Beispiel einfach... Psy ist cool. Ich möchte Psy züchten und wir wollen Psy zum Beispiel in der Kampfzone benutzen. Dann können wir einfach Psy rübertauschen. Das finde ich nämlich so cool, dass das alles so ein bisschen Crossover-mäßig ist. Wir müssen so ein bisschen auf Elektroball aufpassen, ne? 71 KP. Okay, ich bin mir schon sicher, dass ich das irgendwann vergessen werde. Na, schade, das wäre jetzt echt hier ein guter Kampf für Elektroball gewesen. Aber egal, da macht Zusch das halt. 43 schon. Und ist das unser stärkstes Pokémon? Zusch, was ist los mit dir? Okay, dann lass uns kämpfen. Habe ich beim Schwimmen nur eine Pause gemacht, um von dir herausgefordert zu werden? Du kannst mich doch nicht in meiner Pause herausfordern. Ich brauche auch mal eine Ruhephase in meinem Leben. Hör auf zu meckern. Ja, ich hoffe, ihr findet diese Idee, diese Herangehensweise vielleicht genauso cool wie ich. Also ich selbst finde sie gerade ziemlich cool, wo ich so ein bisschen, also laut drüber nachdenke auch. Allein die Crossovers finde ich schon ziemlich geil und Blattgrün und Smaragd so parallel. Smaragd wird wahrscheinlich etwas länger dauern und könnte später auch etwas häufiger gebracht werden, beziehungsweise auch in Livestreams ein bisschen was gemacht werden. Das wäre alles überhaupt kein Ding. Und Blattgrün wird relativ schnell zu Ende gehen, denke ich. Ich weiß nicht genau, wie lange die Islands dauern, aber da wir dann bloß 2 bis 3 Parts in der Woche bringen, werden wir auch etwas langsamer vorankommen. Von daher glaube ich schon, dass das dann noch ein paar Wochen nach der Nuzlocke-Challenge weitergehen könnte. Und, Schutzschild, verdammt. Und wenn Blattgrün dann aber vorbei ist, dann würde ich sagen, starten wir direkt Platin. Wahrscheinlich dann auch erstmal mit weniger Parts, also so 2 bis 3. Bleibt halt der Rhythmus dann vorhanden. Aber sobald Smaragd endet, konzentrieren wir uns dann eben auf Platin. Und es wurde auch schon geschrieben, wie vorhin erwähnt, dass man sich... Oder einer zumindest sich eine Nuzlocke-Challenge wieder wünscht. Und das kann ich verstehen. Auf jeden Fall, weil die Nuzlocke-Challenge macht das echt schon ein bisschen spannender. Hey, was? Du bist wirklich gut. Aber ich möchte eigentlich auch nicht nur Nuzlocke-Challenge machen. Challenges machen. Eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich auch normal noch Pokémon spielen. Und von daher bin ich noch am Überlegen, ob wir dann wirklich eine Nuzlocke-Challenge machen oder ob wir vielleicht was anderes machen. Ich weiß nicht, hier könnte man eventuell auch noch lang surfen und ein Item finden. Aber da habe ich jetzt erstmal nicht so Bock drauf. Wie sieht es denn mit Elektroball im Moment aus? 63 KP, na das geht doch dann aber. So, hier können wir jetzt schon lang sprinten. Ja. Sehr gut. Und hier, das ist der Trainingsplatz, an dem ich selbst die EVs entdeckt habe. Dass es EVs gibt. Denn hier habe ich immer meine ganzen Legenden, Zapdos, Arctos, Lavados, Mewtwo trainiert. Und alle bekamen dann plötzlich, wenn sie mal ein Level erreichten, plus 13 im Angriff dazu, plus 14, teilweise plus 25 oder sowas krasses. Und ich dachte mir nur, hä, was geht denn hier ab? Und das war bei jedem Pokémon so, dass ich hier trainiert habe. Bei jedem. Und irgendwann kam ich dann auf die Idee, die haben alle Kampf-Pokémon, alle starke Kampf-Pokémon. Irgendwas... Vielleicht, wenn man gegen Kampf-Pokémon kämpft, vielleicht bekommen dann die eigenen Pokémon mehr Angriffswerte dazu. Und dann entstand so langsam der Gedanke, dass es sowas wie EVs halt gibt. Und ich glaube, ich habe dann sogar noch Experimente mit anderen Sachen gemacht, so andere Typen. Ich glaube, gegen Psycho-Pokémon gekämpft und geguckt, ob sich der Spezialangriff dann steigert. Und dann habe ich da, ich glaube, das hat dann auch funktioniert. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gemacht habe. Und dann irgendwann, habe ich mich mal mit meinem Modem von meinen Eltern und so ins Internet eingewählt. Das war halt damals noch so. Internet, ich durfte auch immer nur für 5 bis 10 Minuten rein, weil das halt teuer war, ne? Und das Telefon blockierte. Und ja, dann habe ich das da gemacht, schnell pokemonexperte.de eingegeben. Das war so damals die Seite schlechthin für Pokémon, zumindest die ich kannte. Jetzt ist es ja, glaube ich, Bisa-Fans und Bisa-Fans, oder? Oder gibt es da noch irgendwas? Poke-Wiki oder sowas vielleicht? Keine Ahnung. Ja, und da habe ich dann herausgefunden, so nach ein bisschen suchen, dass es EVs gibt. Und dann habe ich mir so die ganze Formeln und so für DVs und so. Und dann bin ich erstmal überhaupt da reingeschlittert irgendwann. Aber ich hatte halt nie wirklich die Zeit, um mich intensivst damit auseinanderzusetzen. Und ich bin froh, dass wir das dann in Smaragd machen werden. Gut, ich wollte eigentlich noch ein bisschen was anderes zu diesem Thema sagen. Zum Beispiel, dass ich einen coolen Namen suche für Smaragd. Also sowas wie Battle Emerald oder sowas, was halt so ein bisschen
eigene Note hat, eine eigene Note, weil es ja ein spezielles Projekt ist. Es ist ja kein normales Pokémon Let's Play, sondern alles ein bisschen zusammengeschnitten und wirklich nur auf die Kampfzone ausgelegt. Und wenn ihr da Ideen habt für Battle Emerald oder sowas, vielleicht findet ihr Battle Emerald auch schon geil, aber ich weiß nicht, ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Dann schreibt es doch in die Kommentare, wenn ihr da vielleicht ein paar Namensideen habt. Und genauso können wir uns dann auch später, wenn wir dann überlegt haben, wie wir die Blattgrün-Challenge angehen, falls ihr überhaupt Bock auf so eine Challenge habt, dann können wir da natürlich auch überlegen, wie wir diese Challenge nennen. So, dass wir da so eine eigene Note reinkriegen, so ein paar eigene Namen erfinden. So bald kommt ja auch noch die, bald, irgendwann in 100 Jahren, kommt ja auch noch die Triple Nuzlocke-Challenge. Die gibt es ja, also Triple Nuzlocke Challenge habe ich jetzt noch nie irgendwo gelesen. Und von daher ist es ja auch so ein bisschen so ein eigener Name. Und sowas würde ich gerne ein bisschen öfter machen. Und jetzt labere ich das Ende hier total tot. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank, dass ihr hier dabei wart. Vielen Dank für Kommentare und Bewertungen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.